Mannheimat on Air. Der Podcast aus und über Mannheim. Die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein. Gut Ding will Weile haben. Das ist das Motto des zweiten Teils des Podcast-Interviews mit der Spitzenkandidatin der SPD Mannheim zur Bundestagswahl, Isabel Cadamatori. Vor zwei, drei Wochen ist Teil 1 online gegangen, in dem wir über Politik und die SPD im Allgemeinen gesprochen haben. Könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und nun im zweiten Teil von Mannheimat on Air mit Isabel geht's ausschließlich um unsere Quadratestadt, um Mannheim. Wie sieht sie die Stadt? Wo sieht sie die Probleme? Wo sieht sie die Stärken? Wie sieht sie die Entwicklung? Was treibt sie an? Also nochmal eine Dreiviertelstunde Gas über unsere Lieblingsstadt und in diesem Sinne direkt rein. Viel Spaß. Mannheim ist ja jetzt bekanntermaßen dein Zuhause. Wo wohnst du im Moment? Also ich muss jetzt in die Straße Adresse raushauen, aber so vierteltechnisch. In der Schwetzinger Vorstadt. In der Schwetzinger Vorstadt, okay. Das ist ja auf jeden Fall, lässt sich ja auch gut aushalten, oder? Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, sind die politisch größten Probleme, die Mannheim im Moment vielleicht hält? Also ich glaube, Mannheim ist nach wie vor im wirtschaftlichen Strukturwandel. Von einer Industriestadt zu einer Stadt, die wirtschaftlich breiter sich aufstellen muss. Bisher gelingt das relativ erfolgreich, aber es wird weiterhin eine Herausforderung sein. Und dazu kommt noch die Herausforderung, das Ganze jetzt klimaneutral auch noch zu machen. Also wir leben immer noch sehr stark vom produzierenden Gewerbe und das jetzt alles auf klimaneutral irgendwie umzustellen, wird eine mega Aufgabe sein, die auch damit zusammenhängt, dass wir Infrastruktur bauen müssen, schaffen müssen und das immer wieder zu Spannung führt, weil die Stadt nicht viel Platz hat und es sehr viele Ansprüche auf diesen Platz gibt. Und das ist so der nächste Punkt eigentlich. Wie schaffen wir es alle, diese Bedürfnisse, die es gibt, platzmäßig auch zusammenzubringen und gerecht zu verteilen? Also es geht das Bedürfnis nach einer neuen und anderen Mobilität, weg vom Auto, mehr emissionsfreie Mobilität. Wie sieht die dann aus? Ja, muss das nur Fahrrad sein oder kann das auch E-Autos sein? Ja? Dann die Frage Grünflächen versus Wohnraum. Da habe ich ja auch mich in der letzten Zeit dazu irgendwie nochmal geäußert, weil das ist wirklich ein ganz heftiger Konflikt, den wir überall haben, wo Neues entstehen soll, was uns ja auch helfen soll, diesen Wandel zu bewältigen, heißt es ja auch immer, dass was Altes vielleicht wegkommt. Und das ist natürlich eine Veränderung, die nicht alle gut finden. Und dieses so zu verhandeln, ist eine Riesenaufgabe. Und wir haben nach wie vor in Mannheim einen sehr, sehr hohen Anteil an Menschen, die in irgendeiner Form von Sozialleistungen leben oder ergänzenden Leistungen. Also 50.000 Menschen in Mannheim kriegen irgendeine Art Unterstützung. Ist es im Bundesschnitt deutlich höher als anderswo? Weißt du das zufällig? Ich nicht, ehrlicherweise. Im Bundesschnitt weiß ich jetzt nicht. Im Baden-Württemberg-Schnitt ist es mit am höchsten. Okay. Also wenn nicht sogar am höchsten, okay, würde ich sagen. Mein Baden-Württemberg ist natürlich auf einem hohen Level, weil wir relativ... Würde ich auch vermuten, im Süden die Städte, die größeren, die es noch gibt, denen geht es ja tendenziell auch ganz gut. Genau, also wenn du dich jetzt mit dem Ruhrgebiet vergleichst, stehen wir vielleicht nicht so schlecht da, aber insgesamt ist für mich der Anspruch, 50.000 Menschen in dieser Stadt, die nicht von ihrer Arbeit leben können, ohne dass sie Unterstützung halten, ist eigentlich für mich kein Zustand. Und bin ich dabei, aber eine ganz schnelle Zwischenfrage, weil das ja auch zum Thema Wohnraum damit so ein bisschen einhergeht und du ja auch sagst, okay, wir brauchen mehr Sozialwohnungen, 30%, ich lese jetzt auch auf... ich lese immer mal quer auf Kommunalinfo der Seite und so, dann 30%, dann wären 50 eigentlich besser. Ist das nicht diese Wohnraumdebatte und dieses bezahlbare Wohnen eigentlich, ist das Problem nicht eher, dass man gucken muss, dass die Leute aus der, also aus diesem Niedriglohnsektor oder beziehungsweise aus ihrer Situation rauskommen und einfach besser wirtschaftlich dastehen, weil dann würde sich ja, dann würde statt einfach zu sagen, okay, wir bauen einfach Wohnungen, wir arbeiten gerade für eine Wohnungsbaugesellschaft und haben deswegen auch so ein bisschen diese Insight da drauf, keine Mannheimer wohlgemerkt, nur das ist da, also in der ganz anderen... Nicht so der GWG, nicht so der GWG. Nein, aber ich sag nur, ich will nur sagen, es geht gar nicht gut sagen, es ist eine ganz andere Stadt, ganz woanders, aber die erzählen uns halt eben auch so, wir müssen halt immer mehr Sozialwohnungen bauen, sagen, ist das eigentlich der richtige Ansatz, zu sagen, okay, ich lasse die Leute eigentlich in ihrer Situation, Hartz IV bleibt, wie es ist und alles bleibt, und wir schaffen einfach nur den Wohnraum, oder ist es, weil diese Wohnraumdebatte ist ja super emotional, aber die gleiche Emotionalität, habe ich nicht das Gefühl, wird geführt zu sagen, okay, wie kriegen wir denn die 50.000 Leute aus diesem Ding einfach raus, dass sie aus ihrer Situation einfach rauskommen. Das wäre doch der viel nachhaltigere Hebel eigentlich.
Genau, deswegen habe ich ja in meinem ersten Interview, als ich meine Kandidatur verkündet habe, gesagt, es muss eigentlich einen Mindestlohn von 1.600 Euro netto geben. Und da haben viele so reagiert, was, du spinnst ja irgendwie, das sind ja dann 15, 16 Euro je nach Steuersatz. Habe ich mir hier aufgeschrieben und auch erstmal rechnen müssen. Weil. Aber mir war es wichtig, das mal Monat und netto zu sagen, weil immer wenn man so 15 Euro oder 13 Euro, wissen die Leute nicht, was heißt das denn so, ne? Ja, Brutto ist abstrakte Größe, klar. Genau, und dann wollte ich erstmal mal so eine Hausnummer in den Raum stellen, weil das ist meiner Meinung nach das, was es mindestens braucht, um in einer Großstadt oder einer Stadt wie Mannheim auch einigermaßen selbstbestimmt leben zu können. Und da gab es auch ein bisschen schockierte Reaktionen. Das ist ja jetzt auch nichts, was von heute auf morgen kommen kann. Wir müssen beide Probleme gleichzeitig angehen, weil das Problem ist, wenn du für höhere Löhne kämpfst und streitest, dann ist das absolut wichtig und die Grundvoraussetzung übrigens auch für gute Renten, für alles andere, was da noch dranhängt. Aber wenn das immer gleich aufgefressen wird durch die Mieten, die steigen, dann kommen die Leute ja auch nicht vorwärts. Und der Grund, dass die Mieten steigen, ist ja der, dass momentan einfach im Kapitalmarkt so viel Geld vorhanden ist, dass sehr viel in Beton und in Grund und Boden investiert wird, weil fast alle anderen Anlagemöglichkeiten nicht mehr die Renditen abwerfen. Und das ganze Investitionsgeschehen in diesem Bereich ist ziemlich überhitzt. Dann kommen noch teure Baupreise und Materialkosten und so weiter, das ja auch alles steigt. Und noch ökologische Anforderungen und so weiter. Und dann landen wir irgendwie bei Preisen, wo die alles auffressen, was die Leute so an Fortschritt machen können in ihren Löhnen. Deswegen müssen wir beide Sachen, also das Thema von beiden Seiten adressieren. Es gibt nur nicht die eine oder andere Lösung. Ich glaube aber auch, da gebe ich dir recht, jetzt nur Sozialwohnungen bauen ist auch nicht die Lösung. Weil es gibt nicht nur, sage ich mal, diejenigen, die sich keine Wohnung leisten können, Punkt. Es gibt auch diejenigen, die einfach arbeiten und irgendwie versuchen, Eigentum aufzubauen vielleicht. Ja, die versuchen, sich langfristig auch zu verbessern. Die wollen wir auch in der Stadt halten. Und deswegen geht es darum, auch irgendwie vielfältige Arten von Wohnraum anzubieten. Klar, irgendwie die Mieten irgendwo auch zu dämpfen, weil dieser Anstieg, der in den letzten Jahren war, der ist einfach völlig entkoppelt auch von dem Lohnanstieg. Ja. Und deswegen ist ja dann klar, dass am Ende das dazu führt, dass die Leute weniger netto haben als vorher. Aber mir ist auch wichtig, dass wir auch andere Formen von Wohnraum anbieten. Und deswegen würden wir jetzt auch nicht kategorisch ausschließen, dass man auch Einfamilienhäuser noch in Mannheim bauen darf, wo wir mit den Grünen auch einen Konflikt haben, die sagen, nee, das ist vorbei so. Also das, was noch da ist, kann man lassen, aber neue gibt's nicht. Und das finde ich auch schwierig. Ja, man muss einfach da genau austarieren. Ne? Es ist nicht einfach, weil es geht eine begrenzte Menge Platz. Und wir sehen einfach, dass das aber nur funktioniert, wenn die öffentliche Hand da tätig wird. Weil der private Sektor kriegt's halt nicht hin, wirklich bezahlbaren Wohnraum ohne Fördergelder oder ohne Quoten und ohne Vorgaben zu schaffen. Genau, also da bin ich sogar witzigerweise dabei, aber ich meine, ich glaube, wir würden kann nicht zwingend einen kompletten Konsens erzielen, wie viel Staat man in welchem Markt braucht, aber ich bin immer so der Vertreter der These, wenn der Markt nachweislich nicht in der Lage war, selber die Anforderungen zu erfüllen, das ist zum Beispiel für mich in der Frage mit dem Mindestlohn immer so gewesen. Ich habe ein eigenes Unternehmen und mein Vater hat mich immer gefragt, wie kannst du für Mindestlohn sein? Du hast doch eine eigene Firma. Da habe ich gesagt, ganz einfach, weil genau deswegen bin ich da dafür, weil ich einfach der Meinung bin, es kann jetzt sein, dass ich morgens da reinlaufe und die Hälfte der Leute muss abends beim Amt irgendwie Geld einsammeln, um irgendwie zu überleben. Also das Witzige, dass viele, gerade kleinere Unternehmen, deswegen den Mindestlohn gut finden, weil es ihnen ja auch eine Sicherheit bietet, dass andere Unternehmer mit ihnen nicht darüber konkurrieren, wer am schlechtesten seine Leute bezahlt. Ja, vor allen Dingen sage ich gerade hier in der Ecke Friseursalons, also da würde ich mich ja bedanken, wenn ich einer bin, ich bezahle alle und nebendran die Hälfte der Gehälter bezahlt das Amt. Also das sind dann einfach auch Subventionen im Prinzip, also genau. Versteckt. Und natürlich, deswegen ist das ja klar. Und bei dem Mietenthema bin ich glaube ich auch dabei, wobei ja die Kaufpreise viel krasser gestiegen sind als die Mieten. Und ich glaube, mein Blick wäre auch so in dieser Region hier, ich kann es sagen, weil ich gerade 2 Jahre versucht habe, hier ein Haus zu finden, vergeblich. Und mein Mikrokosmos sagt mir, also es war ein Haus inseriert in Seckenheim, das wurde um 17 Uhr online gestellt. Und ich kenne den Makler, deswegen, und der hatte um 21 Uhr das Ding wieder online genommen, weil 250 Leute da angerufen haben. So, und da sei, also es scheint ja nicht nur ein Problem zu sein mit den Preisen, weil die waren zu dem Zeitpunkt letztes Jahr im Dezember katastrophal hoch. Also das Haus hätte schon, würde ich sagen, mittleres Vermögen gekostet. Aber gleichwohl haben ja 250 Leute grundsätzlich gesagt, sie würden das nehmen. Das heißt, es ist ja auch eine unfassbare Nachfrage nach wie vor da. Und ist es nicht auch Teil der Wahrheit, dass wir hier halt einfach in einer
wirtschaftlich so brutal starken Regionen sind, mit so vielen Unternehmen, wo halt auch Leute sind, die halt auch einfach diesen Anspruch ans Wohnen dann einfach auch haben. Weil es ist ja auch immer so eine Diskussion, wir können nicht nur so teure Wohnungen bauen, aber es ist ja nicht so, dass die alle leer stehen, sondern die gehen ja alle weg. Also egal wie teuer es ist, du findest ja für alles einen Mieter. Es gibt die Nachfrage und das, deswegen meine ich, es muss eine gewisse Vielfalt da geben, weil sonst gibt es auch keine Entspannung am Markt. Und das führt dann sonst andere Probleme. Es wird der SPD hier in Mannheim sehr oft vorgeworfen, dass so vor 10 oder 15 Jahren, als der Markt jetzt auch nicht so heftig war wie jetzt, die Stadtspitze gesagt hat, wir wollen mehr Leute nach Mannheim holen, die auch gute Einkommen haben. Und deswegen wollen wir etwas höherwertigen Wohnraum auch anbieten, damit die nicht alle ins Umland immer abwandern. Warum? Weil wir kriegen ja als Stadt einen Anteil ihrer Steuerzahlungen. Ja? Das heißt, wenn du viele wohlhabende Einwohner hast, hast du auch mehr Geld als Stadt. Und wir als Stadt Mannheim bieten sehr viele, sehr umfassende Sozialleistungen an, die viele der Umlandkommunen nicht anbieten, weil sie sagen, sobald jemand in eine, sagen wir, sozial schwierige Situation kommt, geh doch nach Mannheim, so ungefähr. Ja? Da gibt es die Sachen, bei uns gibt es das nicht. Und ich weiß, ich kenne sogar Bürgermeister aus dem Umland, die schaffen keine bezahlbaren Wohnraum, wo Leute mit Wohnberechtigungsschein nur Anspruch haben, weil sie sagen, ich will mir ja diese Leute in Anführungsstrichen nicht in meine Kommune holen. So. Und in Mannheim haben wir natürlich einen anderen Anspruch als Sozialdemokraten, deswegen hatten wir auch immer eine große Breite und Tiefe an sozialen Unterstützungssystemen und das wird teilweise vom Umland auch ausgenutzt und das bringt uns in eine Situation, wo wir dann zunehmend das nicht mehr finanzieren können, wenn wir nicht auf der anderen Seite auch genug Leute haben, die auch besser betucht sind und deren Steuereinnahmen wir dann anteilig bekommen. Jetzt hat sich der Markt seitdem aber deutlich geändert, sodass das Ungleichgewicht jetzt eher auf der anderen Seite ist, weil alles, was an Neubauten entsteht, steht im privaten Sektor, ist hochpreisig und ist für Besserverdienende. Und im bezahlbaren Bereich entsteht von alleine eigentlich gar nichts. Und also Grund und Boden ist auch einfach ein besonderes Gut. Also wenn man sehr marktwirtschaftlich auch denkt, kann man es trotzdem begründen, dass der Staat eingreifen muss, weil es ist einfach kein vermehrbares Gut. Wie alles andere, wenn man mehr braucht, kann man einfach mehr herstellen. Grund und Boden ist endlich. Und deswegen muss man das stärker regulieren. Aber ich finde auch, wir müssen ein Angebot schaffen. Und da haben wir eben die Konflikte in Mannheim, vor allem auch mit den Grünen, die sehr sich immer für die Leute einsetzen, die schon eigentlich gut wohnen und dann vor ihrem Haus auf der Wiese spazieren gehen wollen. Das will jeder, ja, jeder wünscht sich das. Aber wir denken halt auch an die Leute, die auch, wir haben den Zuzug und wir haben auch die Leute in Mannheim, die sich auch verändern müssen oder wollen, die zusammenziehen und so weiter. Und es gibt einen enormen Bedarf und wir können da nicht einfach dann sagen, hier Quoten, hier irgendwie Mietobergrenzen oder irgendwie heftige staatliche Reglementierung in der Innenstadt und mehr, oder die GBG soll hier die halben Immobilien kaufen und zur Hälfte des Preises anbieten, wie sie jetzt kosten. Aber in Wallstadt und in Seckenheim, nee, also da wollen wir den Leuten das ja nicht zubauen. So, das kann man denen nicht zumuten. Und das ist etwas, wo ich das finde, das geht nicht und da müssen wir einfach diskutieren darüber, was der richtige Weg ist. Also auch so ein bisschen in diese Richtung Durchmischung, also dann auch hinzubekommen. Also das ist ja unser Anspruch als Sozialdemokraten, dass wir eigentlich eine gut durchmischte Stadt überall haben wollen, in jedem Stadtteil. Und dass eigentlich die gesündesten und besten Stadtteile sind, wo du eine gute Durchmischung hast. Und ist das das Ziel oder ist das so? Also es ist nicht so. Also okay, die Realität ist nicht so. Also im Gegenteil, du hast ja irre Unterschiede in unmittelbarer Nähe. Also in der Neckarstadt West ist die Chance eines Kindes aufs Gymnasium zu kommen 30%. Also die Empfehlungsquote ist 30%. In der Oststadt ist es 98%. Und diese zwei Stadtteile liegen irgendwie was, ein paar hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt. Ja, und du hast völlig unterschiedliche Lebensrealitäten. Und das ist kein Zustand, den wir so aufrechterhalten wollen. Und jetzt ist es natürlich schwer, in so Stadtteilen wie die Oststadt viel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber wo sich Möglichkeiten ergeben, versuchen wir es. Und für mich gehören Wallstadt und Seckenheim eben auch zu den Stadtteilen, wo ich sagen würde, wenn da ein Grundstück frei ist, wo wir noch ein paar Wohnungen hinsetzen können, dann müssen wir das tun. Und dann stoße ich dabei an Grenzen, weil Leute sagen, nee, keine Freiflächen bebauen. Klar. Wegen Klima. Und also das eine ist ja, da ist man ja auch schlauer geworden. Ich kenne das Neubaugebiet in Seckenheim, weil, wie gesagt, wir haben das Haus im Dezember angeschaut, sind da auch mal durchgefahren, dass da an der Lärmschutzwand hinten dran liegt. Ich weiß gar nicht, wie das Neubaugebiet genau heißt, aber das ist aus den 90ern und da ist noch gefühlt jedes dritte Grundstück einfach umgebaut. Seit 25 Jahren, weil damals konntest du die halt einfach kaufen, ohne die Vorschrift in binnen von zwei Jahren da oder drei Jahren da was zu bauen. Das ist ja heute anders. Also jetzt, wo jetzt bei uns gerade in dem Neubaugebiet, wo wir jetzt was hinziehen werden, musst du binnen von drei Jahren anfangen
zu bauen. Also nur einfach sagen, ich halte mir mal die Wiese nebendran frei und dass ich Aussicht genießen kann, das geht ja nicht mehr. Aber gerade der Punkt, den du angesprochen hast, auch mit den Zahlen 98% und 15%, wird da nicht das allergrößte Dilemma sichtbar. Und da würde mich interessieren, wie der Ansatz ist, das zu lösen. Also ich glaube, das ist keine einfache Frage, aber mich wird deine Antwort deswegen interessieren, weil ich die Frage immer sage zwischen Egoismus und was ist für mich persönlich gut und was ist für eine Gesellschaft gut. Das hat oftmals nichts miteinander zu tun und ich glaube, das wird, umso besser es einem geht, umso egoistischer oder umso schlechter ist das eigene Verhalten für die Gesamtgesellschaft. Das ist auch erstmal kein Vorwurf, sondern ich mache mal ein Beispiel fest. Ich habe irgendwie in der Folge gelesen, dass seit 2010 die Anzahl an privaten Grundschulen sich irgendwie verzigfacht hat und eine Doku dann auch mal dazu gesehen, dass das, und das sind dann eben nicht, man würde ja meinen, das sind jetzt alle die Leute, die irgendwie steinreich sind, die sagen, da schicken sie jetzt ihre Kinder hin, da sind auch irgendwelche Krankenpfleger dabei, die halt sagen, eigentlich kann ich mir die 400 Euro im Monat gar nicht leisten, ich will aber, dass mein Kind auf jeden Fall bessere Startvoraussetzungen hat. Und bin jetzt selber gerade junger Vater und ich finde, das Dilemma kann man an dem Beispiel gut festmachen. Ich wohne hier in einem Stadtteil, wir sitzen hier mitten in den Quadraten, wo es, ich sag mal, turbulent zugeht, möchte ich mal vorsichtig sagen. Wenn ich jetzt hier in die Kita oder in die Grundschule gehe, ist die Wahrscheinlichkeit super hoch, dass mein Kind in der Gruppe mit 15 Leuten, davon 12, 10 vielleicht gar kein Deutsch sprechen oder 12, und dann habe ich die Wahl zu sagen, okay, ich nehme jetzt 300 Euro in die Hand und kann mir das vielleicht sogar leisten und gehe in irgendein Förderkonzept, wo irgendwie diese ganzen Sachen, die ich der Meinung bin, dass sie das strukturalisieren, benachteiligen, ausradieren kann. Dann sage ich, ich weiß, dann würde ich das wahrscheinlich machen, so ehrlich muss man ehrlicherweise sein, weil ich es mir leisten kann und weil ich glaube, dass es für die Förderung meines Kindes der beste Weg ist. Ich weiß aber gleichzeitig auch, dass ich gesamtgesellschaftlich kein gutes Werk tue. Und das finde ich, ist halt schwierig für Individuen, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Und deswegen würde mich interessieren, wie die Lösung aussieht. Das ist mit dem Tempolimit, ist für mich ein bisschen genauso. Ich fahre gern schnell Auto, kein Problem mit zuzugeben. Ich weiß aber auch, dass es rational keinen einzigen Grund auf dem Planeten gibt, gegen Tempolimit zu sein. Also, aber gleichzeitig fahre ich halt einfach ganz schnell Auto. Und dieses Dilemma, finde ich, das kann das Individuum ja gar nicht lösen, weil natürlich das seinen Nächsten immer erstmal am nächsten steht. Wie kann sowas überhaupt geschafft werden? Genau, deswegen übertragt ja der Politik gewisse Verantwortung, dann im Sinne des Gemeinwohls einfach zu entscheiden, weil jeder für sich kann es nicht tun. Das ist zu viel verlangt. Niemand handelt dauerhaft gegen sein eigenes Interesse. Was nicht heißt, dass man nicht sich sozial verhält, aber man schadet sich auch nicht selber, ne? Und ich meine, deswegen ist ja auch dieser Liberalismus-Ansatz zu sagen, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, für mich kein Ansatz, sondern es muss eine politische Kraft geben, die tatsächlich dieses Gemeinwohl im Blick hat und da den Leuten teilweise auch was abverlangt. Wenn beim Thema Grundschule oder Kita ist ja wirklich, das ist die Stunde der Wahrheit. Also Leute können, was weiß ich, erzählen, können links sein ohne Ende, ja, aber wenn es darum geht, in welche Schule schicke ich meine Kita, dann ziehen sie alle von der Neckarstadt West dann wieder weg, in den Lindenhof oder Feudenheim oder wo auch immer, weil dann geht es natürlich darum, will ich wirklich, dass meine Kinder in diese Schule gehen mit einem Migrationsanteil von 90-95%. Und wo sie vorher noch irgendwie demonstriert haben, sind sie dann plötzlich dann doch wieder ganz anders drauf. Das ist aber jetzt auch erstmal kein Vorwurf, weil man muss ja seine politischen Einstellungen nicht seinem Kind dann irgendwie zumuten. Und ich glaube, die Lösung ist die, dass wir natürlich in diesen Stadtteilen besonders gute Bildungsangebote schaffen müssen. Und da gibt es ja auch Beispiele. Also die bekannte Rüdli-Schule in Berlin, ja, die ja so negativ in die Schlagzeilen kam, ist ja heute so eine Musterschule. Ja. Da wollen die Leute hin, weil es so viel Angebot gibt, außerschulisch, Kultur, Kunst. Und du kannst da ja tolle Schulen auch in solchen Stadtteilen schaffen, die dann wiederum dazu führen, dass die Leute sich wohlfühlen und sagen, nee, okay, ich glaube, mein Kind ist da gut aufgehoben und wird da gut gefördert. Und das ist eigentlich der Weg, meiner Meinung nach. Wir haben ja auch beispielsweise im Jungbusch, ist eine der ersten Ganztagsschulen in Mannheim gewesen. Also da gibt es Ansätze in diese Richtung, aber Schulpolitik ist Landespolitik, muss man auch dazu sagen. Und das Land hat sehr lange den Ansatz gefahren, mit der Gießkanne irgendwie das Geld zu verteilen und eben nicht bedarfsorientiert zu sagen, okay, gleich in so sozial herausfordernden Stadtteilen stecken wir mehr Ressourcen rein. Das ist unsere Politik hier in Mannheim auch. Wir stecken sehr viele Ressourcen rein in die Neckarstadt West beispielsweise. Es ist eigentlich nicht gerechtfertigt fast, wie viel wir dort reinstecken im Verhältnis zu anderen,
vor allem ist es auch politisch nicht besonders ertragreich, weil die Wahlbeteiligung grottig ist in der Neckarstadt West oder im Jungbusch. Insofern, du kriegst es dann auch nicht unbedingt gedankt, in Anführungsstrichen. Dennoch ist es der richtige Weg, um eben diese gleichen Lebensverhältnisse oder die gleichen Chancen überhaupt zu schaffen. Und die sind momentan nicht in dem Maße gegeben in unserer Stadt. Und da müssen wir einfach von Bund, von Land, von allen Seiten, wie es irgendwie geht, reinbuttern, damit es besser wird. Ich glaube aber trotz allem bin ich dabei. Ich glaube aber auch, dass es ein schwieriger Weg ist, weil sich gewisse Tendenzen halt ja einfach zumindest mit dem bisherigen Instrumentarium, was zur Verfügung steht, ja nicht aufhalten lassen. Also wie du dann sagst, dann irgendwann kommt dann das Zeitalter, wo es dann darum geht, okay, in welche Kita, in welchen Kindergarten, in welche Schule geht mein Kind, und dann zieht man halt doch um, einfach so. Aber ich meine, es ist ja nicht nur das Thema mit der Chancengleichheit, sondern wenn du durch Neu-Ostheim läufst und hier durch die Quadrate, alleine das gesamte Erscheinungsbild der Stadt ist ja schon, du hast ja das Gefühl, du bist in zwei komplett anderen Welten, und damit hat das jetzt erstmal gar nichts mit den Leuten auf der Straße zu tun. Selbst wenn alle Leute wechseln, finde ich, haben ja diese Viertel, die als etwas schwieriger sind, ja schon auch mit ganz anderen Problemen noch zu kämpfen als jetzt nur Bildungsgerechtigkeit. Und da sei halt auch, ist natürlich schwierig, dem irgendwie habhaft zu werden, aber auch ehrlicherweise habe ich auch so das Gefühl, dass die Stadt auch da sich, siehe Verkehrsthematik, das ist ja auch eines der Schwerpunktthemen von dir, glaube ich, im Stadtrat. Jetzt wird ein neuer temporärer Versuch, glaube ich, der Straßensperrung im August gestartet. Jetzt war erstmal das auf der Fressgasse. Aber dem richtig habhaft zu werden und dem irgendwie konsequent auch einen Riegel vorzuschieben bei gewissen Dingen und das dann auch durchzusetzen, habe ich manchmal das Gefühl, ist auch die Politik ein bisschen. Oder die Stadt ist ja nicht die Politik, sondern die Ordnungsbehörden und so, auch fehlt da auch so ein bisschen der Zug dahinter. Also ich würde zum einen ganz kurz noch einen Schritt zurück sagen, dass wenn wir ein Stadtteil entwickeln wie Neckarstadt West, ist natürlich nicht nur die Schule. Da geht es nicht nur um die Bildung, da geht es ja auch um andere Themen, und das ist ja auch das, was jetzt momentan zu Spannungen auch führt. Wir haben es zum Sanierungsgebiet ausgerufen, das war eine einstimmige Entscheidung, und jetzt, klar, gibt es Investoren, die sagen, da ist ein Sanierungsgebiet, da investiere ich, weil es sich für die natürlich auch rentiert, und da haben manche Leute ein Problem damit. Klar muss man genau beobachten, was dort passiert, und es darf auch nicht irgendwie zu unrechtmäßig Verdrängung und so weiter kommen. Aber es geht eben darum, auch das Umfeld zu gestalten. Wir machen auch den Neumarkt neu, wird komplett neu gestaltet. Also versuchen da auch baulich, städtebaulich aufzuwerten. Wir haben das Marschivum reingesetzt, das Institut für deutsche Sprache kommt an den alten Messplatz. Also es wird von wirklich verschiedenen Themenbereichen heraus adressiert und versucht, da irgendwie einen lebenswerteren Stadtteil zu entwickeln, der besser durchmischt ist, als das jetzt der Fall ist, auch in der Hoffnung, dass das die Bildungschancen der Kinder mit erhöht. Dann zu dem Weiteren, was du gesagt hast, zum Erscheinungsbild Neu-Ostheim Innenstadt, würde ich erstmal entgegnen, dass wir gar nicht wollen, dass die Innenstadt so wie Neu-Ostheim ist. Weil, also ich glaube, also wer will das wirklich? Also wer Neu-Ostheim will, muss halt dann nach Neu-Ostheim, klar. Das heißt aber jetzt nicht, dass nur weil man in der Innenstadt wohnt, man alles ertragen muss und man irgendwie kein Recht auf Nachtruhe oder Sauberkeit oder sonst irgendwie geordnete Verhältnisse hat, ja. Und das ist natürlich in so einem, also gerade in der Innenstadt, ein besonderes Spannungsfeld, weil du einfach so viele Nutzungen hast, die gegeneinander konkurrieren. Also du hast irgendwie die Wirtschaft, du hast die Ausgehszene, Gastronomie, ja, und dann hast du noch viele, viele Leute, die hier wohnen, was wir gut finden und was wir auch weiterhin behalten wollen. Das ist eine Innenstadt, in der man wohnt. Das gibt's gar nicht so oft in Deutschland. Was das Thema Verkehr angeht, du meinst also, es wird zu wenig kontrolliert und zu wenig rigoros irgendwie bestraft. Also natürlich muss man immer vorsichtig sein mit seinem eigenen Bias, und wir sind erstmal ein Haushalt mit zwei Fahrzeugen, also wir sind auch nicht nur Teil der Lösung, sondern auch sicherlich Teil dann des Problems, weil wir fahren hier jeden Abend rein, suchen einen Parkplatz, beziehungsweise meine Frau hat sich abgewöhnt, die fährt mit dem Fahrrad, also insofern schon mal 50%, schon mal genau, aber das Auto steht halt trotzdem noch darum. Aber gleichermaßen sehe ich halt, und das habe ich tatsächlich auch mal vor 2 Jahren oder so einfach statistisch mir mal irgendwie organisiert,
wenn du hier abends rumläufst, nach 20 Uhr, wie viele Leute hier halt einfach gerade hier, ich meine, ich habe vorher in der Schwetzinger Vorstadt gewohnt, da findest du auch keinen Parkplatz, nur da sind es ja nur Anwohner, weil halt da abends dann einfach, da bewegt sich dann ab 19 Uhr gar nichts mehr, dann alles weg. Das Problem kriegst du, finde ich, schwierig gelöst. Hier ist ja das Problem einfach, hier ist dann der Dreiviertel oder über die Hälfte aller Autos sind ja gar keine Anwohner, die hier abends, weil hier ist dann einfach ein hochfrequentiertes Ausgehviertel und dann läufst du diese K1-Straße runter, hinter dem ehemaligen Mömax, jetzt K1 Carré heißt es, glaube ich, und dann stehen von der ersten Ampel von oben bis oben hin irgendwelche AMG mattschwarzen Autos auf der linken im absoluten Halteverbot und der Ordnungsdienst fährt gefühlt dran vorbei und dann frage ich mich halt wirklich allen Ernstes, das kann, also da fehlt mir jegliches Verständnis, ehrlich gesagt, wie sowas sein kann, weil dann fragt man nach, ja, bei uns ist um 21 Uhr hören die auf zu arbeiten, also gehen die aus F2 ist, glaube ich, das Büro, aus F2 gehen die um 21 Uhr in Privatklamotte raus. Das heißt, ab 20 Uhr kommt eigentlich garantiert niemand mehr hier rum und kontrolliert das. Und dann sage ich, für was brauche ich einen Anwohnerparkausweis? Für was bezahle ich den? Und wenn ich jetzt auch noch lese, dass der den 360 Euro kosten soll am liebsten, wenn nicht, dass der mir garantiert, dass ich einen Parkplatz finde, nur wenn der in der relevanten Zeit, nämlich abends, wo ich den Parkplatz bräuchte, überhaupt gar nicht mehr kontrolliert wird, ob du einen hast oder nicht, dann kann ich mir das Ding ja eigentlich auch schenken, ehrlicherweise. Und da finde ich, frage ich mich halt einfach, und genauso ist es so ein bisschen mit der Vermüllung, und das ist hier in dem Viertel, muss ich sagen, also finde ich richtig, richtig krass geworden in den letzten Jahren. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie einer mal rumläuft und sagt, okay, jetzt sind wir mal hier mit dem Bußgeldkatalog. Und weil ich glaube, was würde am meisten helfen? Die Poser-Thematik, und die da ist ja auch durch die Medien gegeistert. Ich glaube, es hilft am allermeisten, wenn die Karren einmal auf dem Abschleppwagen halt am nächsten Tag irgendwo in 30 Kilometer außerhalb wieder eingesammelt werden müssen, weil der 25-Euro-Strafzettel, der da vielleicht mal dranhängt, der wird halt, glaube ich, da nicht zur Befriedung beiführen. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade die Leute, die hier wohnen, da auch schon, also, und das weiß ich jetzt auch von den Leuten hier im Viertel, mit denen ich dann so spreche, da schon eher tendenziell mehr genervt sind. Vielleicht jetzt auch gerade wieder durch diesen Kontrast zu Corona, weil da war es nämlich eine Zeit lang tatsächlich hier paradiesische Zustände, weil da waren nämlich diese ganzen Gastronomien und so viel Meinung sind mir jetzt gestattet, die ich jetzt auch nicht so, also Wettlokale und Shisha-Bars gehören jetzt nicht zu meinen favorisierten Ausgehlokalen, also denen kann ich wenig abgewinnen, und die waren alle dicht und da waren natürlich hier verhältnismäßig paradiesische Zustände, und ich glaube, jetzt mit Sommer und wieder offen ist der Kontrast halt so fatal krass, dass da der Unmut schon auch wächst. Und meine Kritik ist tatsächlich, warum ist der Staat da nicht, oder wie du es formulierst, die Stadt, die Ordnungsbehörden, nicht in der Lage, diese Sachen da wirksamer durchzusetzen? Verstehe ich einfach nicht. Ja, also klar, es ist eine Umsetzungsthematik und da fehlen einfach Ressourcen, wobei wir sie fast jedes Jahr aufstocken, also die Stellen beim Kommunalen Ordnungsdienst, die eben diese Kontrollen durchführen. Man muss dazu sagen, natürlich sind Corona vielfältig irgendwie gefordert. Also zum Beispiel weiß ich, dass die jetzt auch bis ziemlich spät noch im Jungbusch am Wochenende vor allem sind, weil da natürlich sich sehr viele Leute da am Kanal sammeln und dann die Anwohner sich auch massiv beschweren. Manchmal ist es auch so, ganz ehrlich, dass die dahin gehen, wo es die meisten Beschwerden einfach gibt. Ne? Klar. Und es reicht halt nie, um überall zu sein. Also egal, wo ich hingehe, auch in den Vororten, ist dieses Parkplatzthema ein Riesenthema. Also finden keinen Parkplatz, wird wild geparkt, wieso wird nicht kontrolliert und so weiter. Und ich meine, wir müssen wahrscheinlich auch weiter ausbauen, diese Kontrollfunktion, also mehr Leute noch einstellen, wobei es teilweise auch nicht so einfach ist, Leute zu finden, die diesen Job machen wollen, auch ehrlicherweise. Aber ich glaube auch, wir müssen den Platz ein bisschen neu ordnen in der Stadt. Und da gibt es ja jetzt auch die ganzen Diskussionen, wie viel Platz darf für Autos verfügbar sein, wie viel für andere Sachen. Und wir sind ja auf dem Weg in der Innenstadt, deutlich zu reduzieren, das, was für Autos an Platz zur Verfügung stellt. Ich finde das einen besseren Weg, als jetzt über Verteuerung des Anwohnerparkens das zu regeln, weil das ist für mich dann wieder sozial eine Frage, wo ich sage, du kannst nicht einfach verzwölffachen, ja, den Preis des Anwohnerparkens, und du, wie du schon sagst, und manchmal hast du ja gar keinen Parkplatz dann, und dann sind die Leute ja noch irgendwie angepisster, und das löst ja das Problem auch in keinster Weise. Dennoch müssen wir in Mannheim dazu hinkommen, dass natürlich weniger Autos rumstehen, weil es ist, wenn du in Mannheim dich hauptsächlich bewegst,
kannst du auch vieles eben ohne Auto machen. Und der Platz wird einfach immer knapper, zumal die Autos auch immer größer werden. Und gerade in den innenstädtischen Bereichen, die Alternativen so gut auszubauen, dass es vielleicht dann auch viele Leute sagen, weißt du was, ist dann doch irgendwie attraktiver oder für mich bequemer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Roller, mit einem Fahrrad, was auch immer. Es wird ja dann auch noch weitere Entwicklungen geben. Ja, ich meine, dieses Kontrollthema nehme ich mal mit hier in der Straße, aber es ist einfach klar, der kommunale Ordnungsdienst wird von allen Seiten, wird an dem gezogen. Jeder sagt, bei uns wird zu wenig kontrolliert. Du hast Neckarufer-Thema, wo die Leute feiern gerade, ne? Du hast wieder in den Stadtteilen, wo ja auch nicht alles immer nur rosig ist. Und dasselbe würde ich auch für das Thema Vermüllung sehen. Also das ist auch etwas, was mich wahnsinnig stört in Mannheim. Der Umgang der eigenen Bevölkerung mit ihrem eigenen Raum, da fragst du dich manchmal, also Leute, das ist doch eure Stadt. Wieso behandelt ihr sie so? Das findet ja niemand schön. Das kann ja niemand schön finden. Aber es muss man ja, und jetzt, das ist ja eine Gretchenfrage, und ich finde immer das Thema auch super sensibel, weil das, ob das ein, ist das ein Bildungsthema, also weil ich frage mich schon, man muss immer aufpassen heutzutage, weil man will ja irgendwie möglichst weit wegbleiben von blauen Parteifarben, und das, glaube ich, sind wir uns hier auch schnell natürlich einig, dass das nicht das Thema ist, aber trotzdem ist es ja auch sehr stadtteillastig, wie die Sachen aussehen. Also nicht nur in Neu-Ostheim sieht es nicht so aus, sondern im Lindenhof eigentlich auch nicht, in Neckarau eigentlich auch eher selten. Also ich habe schon auch das Gefühl, ist es dann nur ein Dichteproblem? Hat das, also ich frage mich dann schon immer, warum, und also diese Frage treibt mich um, warum gehen die Leute so mit ihren Sachen um? Weil mein Bruder hat in der Schweiz studiert, die haben da in Zürich am See Elektrogrills fest verbaut, die du einfach benutzen kannst. Und die sind einfach, nach Jahren funktionieren die noch, weil keiner auf die Idee käme, dieses Ding kaputt zu machen, weil er dann morgen selber nicht mehr es benutzen kann. Bei uns hängst ein Fußballplatz, bei uns ist mittlerweile jeder Fußballplatz aus Vollmetall, weil sonst alle Fußballnetze rausgeschnitten würden. Also ich finde diese Frage elementar, warum tatsächlich, warum haben wir nicht, wissen wir nicht mehr zu schätzen, was an Infrastruktur bereitgestellt wird, und sind eher darauf erpicht, die da eher zu ruinieren. Und also ich frage mich schon, ist das ein Altersproblem, ist das ein Bildungsproblem, ist es ein Dichteproblem? Ich weiß gar nicht, was glaubst du, weil es ist ja nicht überall so. Ja, es spielt sicherlich vieles mit rein. Ich glaube, gerade in der Innenstadt ist es auch ein Thema der sozialen Kontrolle. Und ich glaube, generell gesprochen ist es auch ein Individualismus versus Gemeinschaftsproblem. Also in diesen Stadtteilen hast du halt auch Nachbarn, die gucken und die sagen auch was, wenn jemand sich daneben verhält. Und das führt einfach dazu, dass man gewisse Sachen einfach nicht macht, weil man weiß, man wird beobachtet. Ja, aber hast du mit 12, also außer vielleicht mal, also keine Ahnung, vielleicht habe ich mal mit 10 in irgendeiner trotz rebellischen Phase auch mal eine Dose auf dem Feldweg geworfen, aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, seitdem ich irgendwie, dass mir egal, ob jemand guckt oder nicht, einfallen würde, einfach Müll aus dem Fenster zu werfen. Also es ist sicherlich auch ein Bildungsproblem, und es mag auch ein kulturelles Problem dahingehend sein, dass aus manchen Ländern, wo Leute herkommen, das eben nicht so von klein auf irgendwie eingebläut wird, so irgendwie Mülltrennung und Sauberkeit, und das ist vielleicht in dem Maße in Deutschland eine Erwartung, die in anderen Ländern eben nicht so herrscht. Und glaube ich, dass wir auf jeden Fall das Thema auch in den Schulen und präventiv irgendwie viel stärker adressieren müssen. Und am Ende hilft es aber auch nicht, man muss ja irgendwie an den Lösungen arbeiten. Und ich glaube, in der Innenstadt oder in diesen zentralen Stadtteilen ist es schon ein Problem, dass einfach, es sind sehr viele Leute, es sind Leute von auswärts, die Leute sind betrunken, ja, denen ist dann eh alles egal, ne? Und da kommt eben all dies zusammen, weil wir sehen jetzt auch in England zum Beispiel, habe ich Bilder gesehen, wie die danach gefeiert haben, das sind Engländer, ja, Natives, wie die Straße aussah, und dachte so, wow, also wie kann es überhaupt passieren, dass es so aussieht, ne? Und gerade in so Gegenden, wo Party gemacht wird, hast du das Problem natürlich noch viel verstärkter. Und ich glaube aber, wir werden nicht umhin kommen, mehr Ressourcen auch darin zu verwenden, den öffentlichen Raum sauberer zu halten, weil es ja offensichtlich nicht klappt, dass das jeder selber irgendwie achtet, ne? Das ist zwar schade, andererseits irgendwie so Care-Woche, so ist auch nicht mein Lifestyle, so, ne? Also, da hat sich, glaube ich, der Zeitgeist natürlich auch schon gedreht, aber ich bin schon auch dabei, dass so dieses sich persönlich irgendwie auch für irgendwas verantwortlich fühlen aus, einfach weil es richtig ist, schon auch zu weiten Teilen nicht sehr verbreitet überall ist. Also das, glaube ich, ist schon auch ein Teil der Wahrheit. Also macht es dann ein bisschen schwierig.
Wie siehst du denn das Thema Verkehr so zum Schluss nochmal? Also nicht jetzt diese Poser-Thematik, sondern es gibt ja schon jetzt gerade wieder neue, der Fahrlachttunnel ist irgendwie zu, nach Ludwigshafen, die Brücken, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht nochmal thematisieren. Ich fahre jeden Tag, gucke ich mir das Schauspiel aus dem Bürofenster an bei der ABB-Brücke, wo mich eigentlich mal interessieren würde, ob die jemals dann auch saniert wird oder ob das jetzt für immer so bleiben soll, dass da jeden Tag ein LKW reinfährt und dann hinten dran Stau ist. Also ich habe schon so das Gefühl, auch da tut sich auch vergleichsweise wenig. Also würde ich schon auch noch als eines der Problemfelder bezeichnen, weil ich fand in Mannheim für die Stadtgröße eigentlich, ich komme aus Mainz, da oder jahrelang immer, seitdem ich hier bin, echt ganz cool, dass du eigentlich relativ entspannt von A nach B gekommen bist. So. Also so Rush Hour und so, wo du wusstest, da stehst du sicher, gab es eigentlich nicht. Aber jetzt hat sich das ja alles in einem Faktor multipliziert, dass das ja auch schon ein ernstes Thema ist. Also, ja. Also die Infrastruktur ist natürlich zunehmend dann, gerät sie an ihre Grenzen. Man könnte auch marode sagen, wurde da nicht genug investiert über die Jahre. Dann kommen jetzt dann raus, die eine Brücke ist unsicher, die BBC-Brücke, die wird gemacht, aber es wird noch Jahre dauern. Fahrlachttunnel wird jetzt gerade geprüft, wie hoch tatsächlich der Schaden ist und also ob man diese Sperrung aufrechterhalten muss oder nicht. Viele unserer Infrastruktur kommt eben so aus den 50er, 60er Jahren und das ist, gerät jetzt so an ihre Altersgrenze. Und man muss dazu sagen, gerade auch Mannheim war ja jahrzehntelang eine Stadt mit wenig finanziellen Mitteln. Also heute die Diskussionen laufen so ein bisschen losgelöst von, was kostet irgendwas, habe ich das Gefühl. Also ich werde selten auch von Bürgern angesprochen, wie könnt ihr so viel Geld oder wie hoch ist der Schuldenstand, wo ich weiß, vor wenigen Jahren war das Thema Schulden ein Riesenthema. Also ständig wurde man damit konfrontiert und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen Geld spielt keine Rolle, Stimmung. Aber das ist jetzt auch vielleicht mehr der Fall, aber das war in der Vergangenheit natürlich ein Problem, wieso manche Sachen auch einfach kaputt gespart sind, weil es einfach am Geld gefehlt hat und das holt uns jetzt ein. Da muss man konsequent die Infrastruktur wiederherstellen bzw. ausbauen. Ich glaube aber, klar, wir können die Stadt nicht wieder so autogerecht herstellen, wie sie vorher war, sondern wir müssen ja nach vorne gucken. Und ich bin da einfach der Meinung, dass wir mehr emissionsfreie Mobilität, also CO2-freie Mobilität brauchen, irgendwann nur noch CO2-freie Mobilität brauchen. Aber das kann natürlich auch Autos sein. Deswegen bin ich keine von denen, die sagen autofrei. Aber ich glaube, man kann durch intelligente Konzepte, zum Beispiel diesen neuen Verkehrsversuch, was wir versuchen, zumindest zum Beispiel den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt raushalten. Natürlich gibt es dann Straßen, wo es sinnvoll ist, dass die tatsächlich autofrei sind oder so Abschnitte oder dass die zumindest so Spielstraßen sind. Also schon mehr Raum irgendwie schaffen. Ich bin aber dagegen, dass immer so absolut Autos raus, autofrei, irgendwie dieser Autohass, der dann auch teilweise herrscht. Ne? Das ist so eine Emotionalisierung einer eigentlich technischen, sachlichen Debatte, die ich manchmal mich wirklich wundert. Ich habe letztens einen Vorschlag gemacht für ein Umtauschprogramm E-Bike gegen Verbrenner. So, dass man zum Beispiel als Stadt bezuschusst, wenn jemand seinen Verbrenner loswerden will und dafür ein E-Bike irgendwie sich kauft. Ne? Das ist ja ein Angebot. Und da irgendwie so empörte Reaktionen von Leuten, die mir dann erklärt haben, wieso das mit ihrem Arbeitsweg nicht vereinbar ist. Und dann denke ich, ja, das verstehe ich. Und ich stelle das gar nicht in Abrede. Ich habe ja nicht gesagt, ich zwinge dich, E-Bike zu fahren. Es ist ein Angebot für die, die vielleicht ihr Zweit- oder ihr Drittauto sagen, hey, müsste man nicht unbedingt haben. Ne? Denen das ein bisschen einfacher zu machen, umzusteigen. Weil ich weiß, mir ist sehr, sehr bewusst, dass viele Leute können nicht aufs Auto verzichten. Deswegen halte ich diese Debatten, die immer mit auch so einem Ton herrschen, so einem vorwurfsvollen Ton. Viele Leute fühlen sich verurteilt in ihrem Lebensstil. Von diesen Debatten, die dahin gehen, irgendwie, ihr seid irgendwie Umweltsäue, ne? Und Autoverbrenner verbieten ab dem und dem Jahr und so weiter. Und die Leute denken sich, hey, ich kann aber gar nicht anders oder ich bin eben doppelt so lange irgendwie unterwegs und das ist für mich keine Option, weil ich muss noch meine Kinder irgendwie versorgen. Ich kann nicht einfach von halbe Stunde Arbeitsweg auf anderthalb Stunden Arbeitsweg oder so umsteigen. Ne? Und also ich bin mir dessen sehr bewusst, deswegen versuche ich einfach immer konkret Lösungen vor Ort zu finden, Radinfrastruktur auszubauen. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, auch erfolgreich, dass am Luisenring jetzt dieser Radabschnitt noch dazukommt. Das ist jetzt noch nicht die Lösung für das Problem, aber es ist ein Schritt und dass wir da sehr konkret und vielleicht weniger ideologisch irgendwie vorangehen. Aber es wird Verwerfung geben in dieser ganzen Debatte. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, weil jede Veränderung führt immer auch zu Gegenbewegung. Und da müssen wir jetzt halt durch. Das ist wahrscheinlich richtig.
um jetzt nach einer ziemlich langen Phase und jetzt mal langsam Richtung Feierabend einzuleiten, würde ich nochmal einfach völlig unpolitische Fragen uns stellen. Und zwar, was ist denn eigentlich dein Lieblingsort in Mannheim? Hast du sowas? Kannst du sowas sagen? Ich sage immer das Herschelbad, weil ich Vorsitzende vom Herschelbad Förderverein bin. Aber ich finde es wirklich einen tollen Ort, weil es, also es ist architektonisch ganz toll. Es ist auch ein Ort, wo alle Menschen zusammenkommen. Es ist, wo, also gibt keine Klassenunterschiede, wenn man im Wasser ist, ja, und wo man Sport machen kann. Und ja, deswegen würde ich sagen, Herschelbad. Das ist ein sehr schöner Ort. Da haben wir mal eine Führung mit der Wirtschaftsunion durchgemacht. Das ist wirklich mega cool. Aber gleichzeitig ja auch wieder ein Beispiel für die Infrastruktur, das fehlende Geld und die eigentlich erhaltenswerten Sachen. Also jetzt auch rein architektonisch, jetzt mal unabhängig davon, dass es Hallenbad natürlich auch in modern gibt und keine Ahnung was, aber jetzt ein sehr erhaltenswerter. Deswegen setze ich mich ja auch dafür ein, als Fördervereinsvorsitzende, dass das resoniert wird. Okay, das ist ein sehr schöner Ort. Und wenn du nicht dich mit Politik beschäftigst, also in deiner Freizeit und nicht arbeitest, was ist dann deine liebste Freizeitbeschäftigung? Ein bisschen einfach noch was über dich als Person zu lernen. Ja, also ich werde oft gefragt, was meine Hobbys sind und ich habe keine Zeit für Hobbys, aber wenn ich freie Zeit habe, treffe ich mich mit Freunden, treffe ich mit meinem Freund, gehe gerne aus, gehe gerne essen, trinken, tanzen, ins Theater, Konzert, also genieße einfach eben keinen Termindruck zu haben und so das Stadtleben aufzusaugen. Das ist eigentlich das, was ich in meiner Freizeit mache. Und letzte Frage, ist Mannheim der Ort, wo du bis also quasi alt werden willst oder hast du mal irgendwie noch schon so, wie viele Leute so haben, so mal zu sagen, okay, ich würde gerne mal am Land wohnen oder in den Bergen oder am Meer oder irgendwie, oder ist Mannheim wirklich so, dass man sagen kann, nee, hier bin ich zu Hause und hier kriegt mich auch eigentlich nichts mehr weg? Also ich sehe mich schon hier alt werden in Mannheim und ich bin auch ein Stadtkind durch und durch. Mannheim ist die kleinste Stadt, in der ich hier gelebt habe, deswegen ist so dieses Landleben für mich kein Sehnsuchtsort, sondern ich bin schon Stadtkind und werde es immer bleiben. Okay, wunderbar. Dann sage ich erstmal vielen Dank für ziemlich genau fast 90 Minuten und dann doch viel gesprochen über die ganz unterschiedlichen Themen. Ganz neutral gesagt, alles Gute für den Bundestagswahlkampf, viel Erfolg und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass du dir so viel Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Mannheimat on Air. Der Podcast aus und über Mannheim. Die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein.